Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Nordfriesischer Marsch. Vierfach einen wunderschönen guten Morgen am Freitag. Hallöchen. So, Feld 78 ist in unserem Besitz. Wer es gestern nicht gesehen hat, wir haben es gestern noch geschafft tatsächlich. Muss ich auch mal hier. War anstrengend, aber ging. Also war drin, war möglich. So, jetzt heißt es natürlich Schaden begrenzen und gucken, was noch alles da ist und was wir alles nicht mehr verkaufen müssen. Ne? Weil was wir nicht mehr verkaufen müssen, können wir theoretisch auch im Lager lassen für weitere Dinge des Lebens. So, fangen wir mal irgendwo an. Wir müssen irgendwo mal anfangen. Ne? Dann möchtest du endlich an den Adekus der am Eck ändern. Naja, es ist ja praktisch nur, ist ja nur der Sattel, ganz vorsichtig formuliert, weißt du? Und den werden wir jetzt eh gleich einschalten, weil der braucht nie mehr verkaufen. Genau, trotzdem haben wir schon wieder 360k im Konto. Es geht halt voran. Die Sachen sind ja nicht per se gestoppt worden, sondern ich habe sie erstmal weiterlaufen lassen für ein bisschen Puffer, vorsichtig formuliert. Deswegen ist das schon okay, so wie es ist. So, das müsste man hier auch abladen können, meines Erachtens. Kann ich nicht? Wie war denn das hier? Konnte man hier nicht zwischenlagern? Ich bin da vielleicht auch falsch. Ne? Im Silo? Okay, dann. Was steht denn hier noch? Können wir hier noch was aufladen? Wir können hier noch was mitnehmen. Ach, der Tank hier vorne, ne? Gucke mal hier. Dann haben wir den auch schon mal seit eh und je weggeräumt. Ah, Entschuldigung. So, das heißt. Hier rein. Kurz Diesel auffüllen. Passt. So, das wird hier abgeladen. Zuccarino, danke dir für deinen Resub im 45. Monat, mein Freund. Herzlichen Dank für deinen Support. Vielen, 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 vielen Dank. Dir ist bewusst, dass die Rapschiene der Dieselbude deinen Dieselbedarf nicht decken kann. Naja, aber was würde denn meinen Dieselbedarf decken, wenn wir schon drüber reden? Also gibt es eine effizientere Möglichkeit, als wie die Dieselproduktion oder Raffinerie, wie auch immer man sie nennen möchte? Die Bohrinsel wahrscheinlich, ne? Also wenn es eine effizientere Variante gibt, dann nehmen wir die effizientere Variante. Weil bis der Raps reif ist, wird es eh noch einen Moment dauern. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? Zwei Dieselproduktionen. Danke, danke, danke. So, ich stelle ihn jetzt absichtlich, meine Damen und Herren, absichtlich hier hin, damit alle Sachen, die jetzt noch aufladen, hier gestoppt werden. Das ist jetzt gerade einfach Absicht, dass das so passiert. So, das machen wir raus. Dann stellen wir den Anhänger ab und dann muss ich erstmal kurz aufräumen. Das heißt, ich muss es jetzt wegstellen. Beziehungsweise muss ich mir mal einen Überblick verschaffen, was jetzt noch alles ansteht, was wir machen müssen. Und dafür... Ja, guck, wir können es aber anders machen. Wir stellen jetzt erstmal den Anhänger ab. Gucken mal. Ein bisschen zu teuer. Naja, ich habe gerade 6,3 Millionen ausgegeben. Also zu teuer ist relativ, ne? Ist alles nur eine Frage der Zeit. Und ich sage dir ganz ehrlich, der Raps, der dann vielleicht auf Feld 78 runterkommen würde, der würde sich wahrscheinlich auch ganz gut im Lager machen erstmal. Also das ist ja nicht das Problem. So, lass mich kurz gucken. Was müssen wir machen? 19 müssen wir gleich einstellen. 54, da muss der Drescher dann hin. Weizen, da muss der Drescher dann hin. Hopfen wird gerade gemacht. Zuckerrüben, das ist eigentlich abgeschlossen, aber es hat nicht gezählt. Aber das bringen wir hin. Das ist auch gleich fertig. So, das heißt, wir sind theoretisch frei. Würde ich jetzt tatsächlich nochmal einen großen Auftrag annehmen, die 41, dann müsste man nämlich Gras machen, beziehungsweise Heu. Das heißt, das fangen wir an. Wir haben zwei Heumissionen. Komm, dann lass doch die zwei machen. Potenzial dafür haben wir auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Dann werden wir jetzt mal ganz fix den Kollegen hier anwerfen, auf die 41. 400.000 am Konto, ne? Das ist Wahnsinn, ey. Weil das Geld wird wahrscheinlich reichen, Kosten deckend, sage ich mal ganz vorsichtig, bis die nächste Kohle reinkommt. So, du fährst schon mal ab, du bist vollgetankt, du bist repariert, du kannst fahren. Gute Nacht, Anton, ich wünsche dir was, danke fürs Dasein. Okay, du fährst halt die Runde, ist auch kein Problem. So, dann warten wir hier auf den nächsten. Der bringt Hopfen weg von der Mission, das ist okay. Den hier muss ich anschalten. 19 ist schon drin. Wir müssen den Schneidwerkswagen holen, den habe ich vergessen, ne?
Nee. Den müssen wir auch noch aufklappen. Der ist mehr oder weniger vollgetankt, das ist okay. Das dauert nur einen kleinen Moment. Ich habe auf der 45 eine Seemission für 160.000. Ja, dann go for it. Los, rein da. So, dann fahren wir nur ein Stückchen vor. Dann würde ich hier gleich nochmal einen Kurs machen. 7 Vorgewände haben wir gemacht. Das würde ich tatsächlich wieder so machen. Dauert wahrscheinlich jetzt einen Moment, bis der Kurs geladen werden kann. Ist aber nicht so schlimm. Weil den laden wir jetzt einmal und dann ist gut. Oh, wird ein bisschen querfahren. Na schön. Gut, dann machen wir das mal so. Fahren wir noch einen Meter vor oder zwei. Feld 19 ist eingestellt hier. Das ist wichtig dann für die Abfahrer, damit die das auch finden. Wegpunkt 5 von 12.700. Wir haben ja schon nicht ein bisschen zu tun hier. Könnte auch ein Problem mit den Gräben werden, aber das müssen wir einfach ein bisschen im Auge behalten. So, das läuft. Hier wird abgeladen, das ist okay. Hier haben wir gedüngt, das ist auch okay. Haben wir noch eine Düngemission? Oder müssen wir vielleicht unsere eigenen Felder mal düngen? Das könntest du auch haben, ne? Oman ist abgeschlossen. Das hat tatsächlich auch noch gerade reingekommen, ne? Fester mit meinem Hof, mein Freund. Wir müssen dann mal gucken, was wir noch alles zu tun haben. So, er hier. So, da sind wir nämlich schon. Deswegen habe ich den hingestellt. Weil da kann ich jetzt alle Fahrzeuge davon abziehen. Oder viele davon abziehen. Nicht alle, aber viele. Den würde ich tatsächlich noch auf die 19 packen. Der könnte mir noch mit Zuckerrüben abfahren. Ich glaube, zwei müssten reichen, zwei große. Okay. Dann lass mal die Kartoffeln, die hier sind, jetzt da. Die, ne? Was ist deine Schätzung, was der Hof wert ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kann es auch ganz schlecht abschätzen. So, dann machen wir das so. Ja, du fährst mir auf die 19. Dann können wir den schon mal fix fertig machen. Wohin gehört denn das auf der 19? Das gehört zum Bahnhof. Das heißt, Bahnhof. Bahnhof. Und das sind Zuckerrüben. Bin schon mal froh, dass es hier... alphabetisch gesortiert ist, ne? Der bekommt jetzt aber nochmal ein bisschen Sprit und ein bisschen Reparatur. Um die 10 Millionen ohne Felder. Was glaubt ihr? Chat, schreibt es mal rein. Wie viel glaubt ihr, ist der Hof wert? Mit den ganzen Grundstücken, mit allem, was wir haben. Alles, alles, alles. Wie viel glaubt ihr? Nein, stimmt, falsch. Braucht den Drescher-Modus. Das ist richtig. Schreibt mal eine Zahl rein. Ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich weiß nicht, ob die... Mit Produktionen, mit allem drum und dran. Was glaubt ihr? Ich hätte jetzt irgendwas um die 40 getippt, ehrlicherweise. Aber ich würde es nicht, ich weiß es nicht, wirklich nicht. So, Grover-Missionen haben wir auch keine. Nein, du kommst zum Hof, mein Freund. Eine Milliarde ist ein bisschen viel. Ja, der war noch nicht angeschlossen. Eine Milliarde ist, glaube ich, ein bisschen sehr viel, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Schafft denn der Deutsch die Seemaschine? Äh. 247 PS. Wie viel war denn die dicke Bertha? 320. Wir sollten da was anderes nehmen, meine Damen und Herren. Also vielleicht würde er es schaffen, aber das riskieren wir jetzt erstmal nicht. 35, 42, also ich denke ja, ein Pfennig 50. Sage mal. Ich denke, das ist ein bisschen mehr als ein Pfennig 50. Ah, guck mal, wir müssen hier nochmal... Vielleicht haben wir hier noch einen LKW vergessen, der vielleicht verderbliche Ware geladen hat. Hey, ist nicht so schlimm. So, da ist nicht wirklich was zu holen. Komm, dann fährst du mir jetzt nochmal zu zum Baumarkt. Und weil beim Baumarkt liegt noch Toilettenpapier, was wir mitnehmen müssen zu Edeka.
So, mein Freund. Du bekommst Sprit und Reparatur und dann gehst auch du auf die 19. La 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 la. 100 Millionen Schilling. Ja, das könnte. Naja, also. Haben wir wieder einen übrig? Geschafft, das Ziel, pleite zu werden? Nee, 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 nee. Wir haben nur weiterhin investiert. Das ist ein Unterschied. Sag mir nicht Kaunschieber. Gut. Wir können jetzt den Fancy in 50 mit dem Deutsch tauschen. Ungern. Ganz ungern. Ich finde die Gespanne mit dem Sattelauflieger sehr gut zum Abfahren von Zugorüben. Sag ich dir, wie es ist. Wirklich gut. Also vielleicht gibt es auch eine bessere Idee. Mag sein, aber ich finde, so wie wir es jetzt aktuell haben, finde ich es gut. Deswegen habe ich auch die ganzen LKWs mal in Frage gestellt, ne? Der einzige Vorteil bei den LKWs ist halt, dass sie schneller fahren können. Aber ansonsten sehe ich beim Xerion, beim 1050, bei den ganzen hochbeässigen Schleppern, bei den starken Schleppern, sehe ich halt einfach den Vorteil, dass du sie halt breiter verwenden kannst, ne? Mein Autodrive geht nicht. Warum hast du mich jetzt markiert? Was soll ich jetzt da machen? Soll ich zu dir nach Hause kommen, soll ich sie einstellen? Kein Problem. Mach ich natürlich nicht. Oh, das war zu knapp. Bisschen kürzer ist das Gespann. Ich glaube, dass das auf der Marsch nicht so schlimm ist, wenn man, ne, die Kurse schön eingefahren hat. Das muss ich dazu sagen. Was ja nicht immer der Fall ist bei mir. So. Welche Folge? Die Freitagsfolge. Das ist die Freitagsfolge. So. Hier wird jetzt mal ganz kurz der hier abgestellt. Vielleicht auch ein bisschen doller. Dann nehmen wir den hier, weil ich möchte gleich einen Zetter losschicken, ne? Und da müssen wir mal gucken, ob der Kollege schon auf der 41 angekommen ist. Dass der eventuell schon mal anfangen kann zu mähen. Kleiner Stau. Norek, grüß dich, ein wunderschönen Hallo. Und der Vogel, danke dir für deinen Prime Sub im 16. Monat. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt niemanden vergessen vorzulesen, ne? Wenn ja, tut mir wirklich leid. Sorry for that. Kurz rausgetappt. Übrigens, falls es heute noch keiner erwähnt hat, hast du ein schönes Pflaster. Dankeschön. War auch sehr viel Arbeit, das so schön zu machen, ne? Muss man dazu sagen. Baumarkt ist angekommen. Also, das Fahrzeug ist am Baumarkt angekommen, so muss ich es formulieren. Pappeln sind noch nicht erntereif, tatsächlich. Moment, ich muss kurz gucken. Was ist passiert? Hast du was drin? Ach, du hast schon mal abgeladen. Ja, herrlich. So, der ist bereit. Sehr schön. Okay, das würde ich im Kopf schon mal als abgehakt hinlegen. Das müsste erstmal passen. So, warte mal. Jetzt 41 gucken, ob die schon soweit ist. Beim Baumarkt gucken. Und noch drei, vier andere Sachen gucken. Ah, das ist ein gutes Feld tatsächlich. Da müssen wir auch einen Kurs haben, glaube ich, ne? Die haben wir doch schon ein paar Mal gemacht. Ich habe noch einen Kurs drin. Ich denke mir gerade, hä? Laden. Jo. Wo geht denn der los? Da vorne, guck mal. Was haben wir denn? Schwaderablage ist nicht richtig. Wir brauchen Breiterablage. Bitte.
Das ist okay. Dann lass uns kurz zum Baumarkt hüpfen. So. Da ist noch ein bisschen Toilettenpapier. Glaube aber tatsächlich, dass wir auch ein paar Sachen hier loswerden, wie die Pellets zum Beispiel, ne? Der Ton vom Spiel ist weg. Kann das jemand bestätigen? Der Game Sound ist weg. Gut. Frag mich nicht, warum das so ist, ne? Schauen wir gleich nach. Wir haben auch gerade ein bisschen Internetprobleme, sehe ich gerade. Aber wir sind eh schon wieder fertig. Meine Damen und Herren, ich danke herzlich fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns gerne morgen wieder, wenn ihr wollt. Bis dann, macht's gut. Tschüssi, bye bye.